Während Woche 1 noch relativ einfach und gut war, war Woche 2 schon um einiges schwieriger. Das lag nicht unbedingt nur am veganen Essen oder Kochen, sondern auch an den Wochentiefs, was während Corona leider ziemlich normal ist. Und nebenbei natürlich noch das ganze Film und der Stress, der daherkommt. Dadurch war das Essen zubereiten in der Woche nicht gleich, genauso wenig wie die vegane Ernährung natürlich. Und ich habe auch das ein oder andere Mal einen Fehler eingebaut. Dazu erzähle ich euch aber jetzt gleich mehr. Wie kann man wirklich eine ausgewogene Ernährung leben? Also, indem man die Bausteine, die ich für eine gesunde Ernährung brauche, optimal kombiniert. Ja, und da haben wir zum einen Gemüse, Obst und Salat. Das wäre ein Baustein, sollte bei jeder Mahlzeit vertreten sein. Genauso wie eiweißreiche Lebensmittel. Das haben wir auf der einen Seite tierische eiweißreiche Lebensmittel und es gibt auch viele pflanzliche eiweißreiche Lebensmittel. Eiweiß ist ein wichtiger Baustein für unseren Körper, deshalb muss das bei jeder Mahlzeit dabei sein. Der dritte Baustein wären dann die Kohlenhydrate, wobei man da so ein bisschen gucken kann, dass man auf jeden Fall komplexe Kohlenhydrate auswählt, also mehr so die Vollkornprodukte und das auch so ein bisschen anpasst, was an das, was man an Bewegung hat, weil das einfach ein reiner Energielieferant ist. Dann brauchen wir gute Fette. Das sind eigentlich die pflanzlichen Fette, die wir benötigen. Und natürlich ausreichend trinken. Das sollte auch mit dabei sein. Und zwar eine ausreichende Menge an kalorienlosen Flüssigkeiten. Aber wie kann man, also wenn man jetzt zum Beispiel ich sagt, okay, ich will natürlich nicht wieder jeden Tag Fleisch essen, aber ich würde schon gern irgendwann zumindest mal ab und zu wieder Fleisch essen. Wie kann ich dieses Gewicht halten, wenn ich wieder über eine Mischkost gehe quasi? Also die vegane oder auch vegetarische Ernährung ist ja sehr gemüsebasiert. Ja, wir haben einen hohen Gemüse-, Salat- und Obstanteil. Und wenn man das beibehält, dass man sagt, das ist so die Basis meiner Ernährung, dann habe ich natürlich viele Lebensmittel, die mir Vitamine, Mineralstoffe, ganz wichtige sekundäre Pflanzenstoffe liefert. Viel Volumen, was auch satt macht, aber wenig Kalorien. Das ist schon mal gut. Ne? Damit kann ich auch gut weiter abnehmen und gut Gewicht halten, wenn ich da immer gucke, dass das so meine Basis ist. Und dann einfach kombiniere mit den fettarmen, eiweißreichen Lebensmitteln. Also dann bei Fleisch auch die fettarme Variante, bei den Milchprodukten gucken, dass es nicht zu fett ist. Fisch ist sehr gut, ne? Oder eben dann auch wieder die veganen Varianten, die Hülsenfrüchte zum Beispiel. Also diese beiden Komponenten, Gemüse, Salat, Obst plus Eiweiß, das ist das, was mich satt macht und wo ich einfach viele Kalorien einsparen kann und ja, ganz, ganz gut damit leben kann, wenn ich das immer mit dabei habe. Und bei dem Rest einfach so ein bisschen aufpassen. Also was glauben Sie, was man zum Beispiel ich jetzt spezifisch für meinen Körper tun könnte, um gesünder zu leben? Unabhängig von der Ernährung. Ja. Also was eine ganz, ganz wichtige Säule ist neben der Ernährung, ist Bewegung. Also die Bewegung ist genauso wichtig wie eine gesunde Ernährung. Ja, und wenn man das schafft, da muss man nicht gleich den großen Sport machen. Es reicht da auch mal, die Alltagsbewegung ein bisschen hochzuschrauben. Ne? Mehr Treppen laufen, einfach mal nochmal um den Block gehen, mal zwischendrin aufstehen, ne? Wenn man viel Schreibtischarbeit macht. Also Bewegung ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil einer gesunden Lebensführung. Also das ist mindestens genauso wichtig wie Essen. Und das sollte bei keiner Ernährung fehlen? Nee, das kann man auch nicht ausgleichen über die Ernährung. Also das geht einfach zusammen beides. Das fand ich halt, also die erste Woche ging es mir relativ gut. Also habe ich auch, also klar, man merkt natürlich schon irgendwie, man hat dann mal irgendwie Lust auf einen Burger oder vielleicht doch irgendwas, dass man irgendwie doch mal irgendwie einfach Schokolade holen kann oder so, ohne zu gucken, ob die vegan ist oder nicht. Aber ich habe wirklich die Woche, so Mitte der Woche, dieser Woche gemerkt, also der zweiten Woche, mein Körper ist so plötzlich runtergefahren. Also der hat wirklich so gesagt, so nö, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und ich hatte noch nicht mal Hunger oder so. Das Problem war kein Hungergefühl oder so, so einfach so Kopfschmerzen und eben Bauchschmerzen und so, wie sie es beschrieben haben, wo ich so war, eigentlich habe ich mich voll gut ernährt und trotzdem sagt mein Körper so, was soll da? Es ist halt auch, dann fehlt auch so ein bisschen der Zucker vielleicht, ne? Das sind auch so subjektive Empfindungen dann. Also der Körper braucht halt schon ein bisschen, um sich umzustellen. Ne? Da muss man dem so ein bisschen Zeit geben. Das ist aber normal.
Frau Schmidt-Zöllner hat darüber geredet, dass die Balance wichtig ist. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, die Woche hatte ich alles andere als eine gute Balance. Außerdem habe ich mitten in der Woche richtig Lust auf Kinderschokolade und Lava-Cakes bekommen. Donnerstag bin ich dann zum Burger King gefahren und habe mir 2 Hot Brownies geholt. Hat es mich glücklich gemacht? Nicht wirklich. Es hat mich eher noch frustriert und dieser Frust hat sich durch die ganze Woche gezogen. Neben dem großen Frustmoment hatte ich die Woche während meinem Wocheneinkauf aber auch einen Aha-Moment, der ein paar Fragezeichen aufgeworfen hat. Während meinem Weg zur Kasse bin ich nämlich an der Fleischtheke vorbeigekommen und konnte nicht hinsehen. Und das trotz der Tatsache, dass ich bis vor 4 Wochen noch sehr, sehr viel Fleisch gegessen habe. In meinem Kopf haben sich Fragen gebildet. Gabri, warum hast du überhaupt so viel Fleisch gegessen? Kannst du es überhaupt verantworten, so viel Fleisch zu essen, vor allem nach all dem, was du jetzt weißt? Die Schuldfrage kam. Deswegen bin ich ins Internet gegangen und habe ein bisschen Recherche betrieben über Schlachtungen in Deutschland. Ich habe mir einen Teil des Films The Minions angeguckt, in dem es um die Schlachtung, Züchtung und Haltung von Tieren in Australien geht und habe mich gefragt, wie das in Deutschland so ist. Dabei habe ich den Vergleich zwischen Hühnern und Schweinen gezogen, beides Fleisch, das in Deutschland sehr viel gegessen wird. In Deutschland wurden im Jahre 2019 703 Millionen Geflügel geschlachtet, was ein Anstieg im Gegensatz zu im Jahre 2010 war, da es da nur 683 Millionen waren. Aber Schweine wurden weniger geschlachtet. 2010 waren es noch 58 Millionen Schweine und im Jahre 2019 dafür nur 55 Millionen. Schweine und Hühner werden beide in den engsten Käfigen gehalten und Hühner während der Eierproduktion sogar in Legebatterien. Dabei kommt es vor allem darauf an, wie groß der Schlachthof ist. Normalerweise würde man denken, desto größer, desto mehr Platz. Aber es ist tatsächlich so, dass umso größer der Schlachthof ist, umso mehr Tiere werden gehalten. Dadurch ist der Platz der Käfige auch viel kleiner, während in kleineren Schlachthöfen mehr Platz für größere Käfige für weniger Tiere ist. Im Gegensatz zu den USA und Australien geht Deutschland mit den Tötungen etwas friedlicher um. Dabei werden die Tiere erst betäubt und dann wird ihnen die Halsschlagader durchgeschnitten, wenn sie alt genug sind zum Schlachten. Allerdings kommt das nicht immer vor, da oft Ferkel und Küken, die nie das Licht der Welt wirklich erblickt haben, da sie nur in den Käfigen leben, schon sehr, sehr früh sterben und als Käfigkinder bezeichnet werden. In Deutschland gibt es noch vergleichsweise viele Bauernhöfe und das Schlachten von Hühnern ist weitläufig erlaubt, solange es dem Prinzip des schnellen und quallosen Sterben entspricht und die Tiere nicht leiden müssen. Das rechtfertigt aber natürlich trotzdem nicht, was mit den Tieren gemacht wird. In Deutschland gibt es dazu vergleichsweise noch relativ viele Bauernhöfe und das Schlachten von Hühnern ist auch weitläufig erlaubt, solange es dem quallosen und schnellen Sterben entspricht. Das rechtfertigt aber natürlich nicht das viele Töten der Tiere. Was ich sagen will damit ist nicht, dass jeder aufhören muss, Fleisch zu essen, aber man sich vielleicht hin und wieder mal öfters Gedanken darüber machen sollte, woher das Fleisch und die Eier kommen und sich bewusst sein sollte, was mit den Tieren passiert, bevor sie bei uns ankommen. Nach dem informativen Teil möchte ich euch auch noch zeigen, mit welchem Einkauf und welchen Lebensmitteln ich versucht habe, in Woche 2 zu starten. S'mores Cupcakes. Está cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda. Zuerst haben wir ein Muffinblech mit Muffinförmchen gefüllt. Dann kommen die veganen Butterkekse in einen Food Processor und werden zerkleinert. Danach haben wir noch Butter geschmolzen und diese zu den Krümeln gegeben und gut vermischt.
Dann kommt jeweils ein guter Esslöffel der Mischung in jede Muffinform und wird eingedrückt, bis es einigermaßen fest ist. Für die Cupcakes haben wir den Ofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Dann haben wir in einer Schüssel die Pflanzenmilch und den Essig vermischt und für ca. 10 Minuten stehen lassen, damit eine Art Buttermilch entsteht. In einer größeren Schüssel haben wir dann das Mehl, den Zucker und das Backpulver gut vermischt. Als nächstes kommt geschmolzenes Kokosöl zu der Buttermilch und wird vermischt. Dann haben wir noch die nassen Zutaten zu den trockenen hinzugegeben und zu einem Teig verrührt. Das Ganze kommt dann in die Muffinförmchen und wird für 18 bis 20 Minuten gebacken. Während die Muffins abkühlen, haben wir das Icing gemacht. Dafür fangt ihr das Kichererbsenwasser auf und gibt es in eine Schüssel. Wir haben es mindestens 10 Minuten geschlagen, bis es leicht und fluffig war. Und den Zucker dazu gegeben. Ganz zum Schluss geben wir noch das Vanilleextrakt und ein bisschen Zahnapart dazu, schlagen es noch kurz und geben es dann für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Zum Schluss füllen wir es in einen Spritzbeutel um und verteilen es auf den gekühlten Cupcakes und dekorieren diese. Fertig sind die S'mores Cupcakes. Veganer Lahmacun. Für den Teig habe ich lauwarmes Wasser mit Zucker und Hefe in eine Schüssel gegeben und für 10 Minuten gehen lassen. Dann habe ich das Mehl, das Salz und das Öl dazu gegeben, alles gut verknetet und für eine halbe Stunde abgedeckt an einem warmen Ort stehen lassen. In der Zeit habe ich die Füllung vorbereitet, indem ich die Zwiebel und den Knoblauch geschält und klein geschnitten habe. Dann habe ich noch die Tomaten und die Paprika klein geschnitten. Als nächstes habe ich Öl in einer Pfanne erhitzt und Zwiebeln und Knoblauch darin angeschnitten. Dann kam das vegane Hack dazu und wurde auch 3 bis 4 Minuten angebraten und zu guter Letzt auch die Tomaten und die Paprika. Als alles angebraten war, habe ich den Senf und das Tomatenmark dazu gegeben, gut vermischt und nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Danach habe ich den Teig nochmal auf etwas Mehl durchgeknetet, in 2 geteilt und ausgerollt. Auf den 2 Fladen habe ich dann ein paar Esslöffel der Füllung verteilt. Und das Ganze bei 180 Grad Umluft für 15 Minuten auf mittlerer Schiene gebacken. Auf den fertigen Lahmacun habe ich noch etwas Creme Fraiche verteilt. Und fertig war der unglaublich leckere vegane Lahmacun. Die Woche habe ich leider nicht sonderlich viel abgenommen, aber trotzdem vielen Frustessen von Süßem auch nicht zugenommen. Was ich aber definitiv gemerkt habe, ist, dass meine Haut, vor allem im Gesicht, immer besser wird und die Pickel auch weniger werden. Meine Haut war aber die Woche ziemlich trocken. So, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo ich euch meine Go's und No-Go's erzähle. Die Woche hatte ich tatsächlich gar keine No-Gos, was eine Überraschung ist, weil ich schon ein paar ziemliche Fails die letzten 2 Wochen hatte. Aber ich habe ein paar leckere Go's für euch. Das erste ist Apfelmus. Und jetzt denken sich viele so, was hat Apfelmus mit Vegansein zu tun? Natürlich ist Apfelmus vegan. Das besteht ja aus Apfel und noch so ein bisschen Zucker und so weiter und so fort, püriert. Aber es ist ein super Topper, gerade so
für süße Sachen wie Kaiserschmarrn, Pfannkuchen oder so. Und das ist richtig, richtig geil. Also kann ich nur empfehlen. Was ich auch übertrieben nice finde, ist Topper für Joghurt. Also veganen Joghurt natürlich, so Haferjoghurt oder Mandeljoghurt ist Banane. Das ist super, also das macht super satt und ist super lecker. Und meine Lösung gegen Heißhungerattacken waren die Woche Oreos. Bin zu einmal schwach geworden, aber den ganzen Rest der Woche habe ich mich sonst, wenn ich Lust auf Süßes hatte, von Oreos ernährt. Also die sind vegan. Über Inhaltsstoffe kann man sich streiten, aber als Schnelllösung ist es definitiv gut. Und ich meine, ich bin definitiv bestimmt nicht die Einzige, die da eine halbe Stunde vor dem Backofen stehen will und auf ihren Kuchen warten will, weil es vegan sein muss. Was ich auch ziemlich, ziemlich nice finde, da habe ich euch ja schon das Hackfleisch davon gezeigt, die Burger Patties von derselben Marke, die habe ich mit einer Freundin am Sonntag gemacht. Und die sind einfach super lecker und sind super schnell gemacht und kann ich absolut empfehlen. Die sind aus Erbsen-Proteinfleisch und ich finde, das ist auch für Leute, die wie ich wahrscheinlich dann in 2 Wochen nicht mehr so viel Fleisch essen wollen, eine super Alternative und vom Preis her auch okay. Und das Letzte ist mein ab sofort Topper für jeden Flammkuchen, veganer Frischkäse. Der ist super lecker, du schmeckst keinen Unterschied und den kann man echt für eigentlich auch fürs Brot und für alles andere Mögliche benutzen und man wird nicht enttäuscht. Und genau, das war's auch schon mit meinen Go's und No-Go's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen näher bringen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles in allem war es eine sehr durchmischte Woche und ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Allerdings bin ich mir jetzt sicher, dass ich es jetzt erst recht durchziehen will. Komme, was wolle. Ich hoffe, Woche 3 wird besser. Die guten Zeiten, die